Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Rölpi und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir unsere ersten Quests angenommen. Ich glaube, zwei waren das, ne? Und wir machen jetzt weiter mit den Quests. Ah, ich habe mit einem Buggy auf der Farm gespielt. So was Knuffiges. Ja, das war ein anstrengender Tag. Okay. Wir machen... Ich glaube, die ist ein bisschen gefährlicher. Nehmen wir die. Wir müssen drei Monster in der Reihe besorgen. Ich glaube, ich weiß. Ich habe kein Geld. Nein! Quest... Nein, ich habe echt kein Geld. Ja, ich habe ein bisschen gefarmt, deswegen kann sein, dass ich jetzt nicht mehr so viel Geld übrig habe. Dann muss ich irgendwas verkaufen. Nein, nicht hier. Wie man sieht, ich habe jetzt auch ein paar Doppelklingen ausgerüstet. Ich werde mal so jede Waffe immer mal ein bisschen benutzen. Kann ja nicht schaden, so was kann man einfach kaufen. Nichts von ihr, dann muss ich irgendwas von der Box verkaufen. Dann muss ich mal zu meiner Box gehen. Ja, geil an der Part, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Da könnte man meine Ordnung hier sehen. Und zwar habe ich alles hier so nach Kategorien ein bisschen geordnet. Ich habe, glaube ich, so Sachen, ja, hier so goldene Sachen, die kann man, glaube ich, immer verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Hiervon habe ich 4. Nehmen wir 2 davon. Und einen davon. Wird ja wohl 100 irgendwie bringen. Donnerkäfer. Blitzkäfer. Ein reifer Schwamm. Da habe ich vom Monster bekommen, die waren noch gar nicht gesehen. Da muss ich mal irgendwann zeigen. Ja, wird ja wohl 100 irgendwie einbringen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich kein Geld habe. Verdammt. So. Dann hier, Innereien zum Abendessen. Ich sollte vielleicht die Sachen erstmal verkaufen, Bob nicht. Ja, ich hab's voll drauf, ne? Boah, ja, das gibt genug Geld. So goldene Sachen, die kann man meistens verkaufen. Die sind einfach nur zum Verkaufen da, glaube ich. So, jetzt aber. Innereien zum Abendessen. Bams. Weit man teil. Dann zur nächsten Quest. Quest, meine ich. Ihr wisst schon. Ah. Hallo, weißt du, ich lebe für meine Arbeit, also bin ich wieder hier, um dir noch mehr Tipps zu geben. Du Glückspilz, hat eine Quest bekommen, sollst du zwei Dinge sofort tun. Nummer 1, überprüfe das Questzeitlimit. Nummer 2, nimm Objekte aus der Vorratsbox. Halte dich an die beiden einfachen Regeln, dann wirst du eine lange Jägerkarriere haben. Viel Glück. Ah, schön, Jäger. So, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen, schon wieder ein bisschen lange. So, Karte, Erste Hilfe, die sollte man immer als erstes benutzen. Ich habe gar keine anderen Tränke, glaube ich, dabei, ne? Mini, ja, als ob ich das brauche. Okay, das könnte ich gebrauchen. So, dann los. Kann eigentlich schon mal jetzt... Ich fress eigentlich immer sofort hier die Ration, damit ich schon den guten Ausdauerbalken hab. So. Dann los. Ich habe auch schon einige Rüstungssets hier komplett hergestellt, aber setze ich die immer noch am besten, weil, ja, euch ignoriere ich mal, ich muss mich auf meine Mission konzentrieren. Ja. Diese Rüstung hier, die ich hier noch habe, die ich auch in den letzten Parts noch hatte, ist so mehr fürs Sammeln geeignet und, keine Ahnung, da kann man irgendwie schneller Sachen einsammeln oder ich glaube, man bekommt sogar mehr Sachen oder ich glaube, die Spitzhacken und so, die halten dadurch ein bisschen länger, wenn man mit den Klamotten, die ich jetzt habe, rumläuft. Und von denen sollte ich mich fernhalten, weil die können einen Gegenstände klauen. Wäre bestimmt noch nervig für einige Bosskämpfe irgendwann. Ja, apropos Bosskämpfe. Zwinker, zwinker. Okay, jetzt habe ich hier zwei Doppelklingen ausgerüstet und ich werde die überhaupt nicht benutzen, weil ich hier noch Fische jagen muss. Und seine Reihen, die bekommt man, glaube ich, von so... Fischviechern. Ne, den hier. So, komm mal her. Ich habe mal versucht, so ein Viech mit einer Bapune abzumetzeln, aber das bringt irgendwie gar nichts, habe ich so das Gefühl. Komm her. Papier. Schröcke dich. Mein... Oh, falscher Knopf. No, ich fress erstmal unter Wasser ein Steak. So. Jetzt noch wissen, wie man nochmal den Effekt aktiviert. Mit der Starttaste kann man hier irgendwie so spezielle Sachen
Schläge anwenden, habe ich jedenfalls herausgefunden. Wusste ich jetzt auch nicht. Hydrohaltung erhalten, okay. Monster in der Reihe halten, gut, also sind das die Viecher. Oder das geht nur an Land, kann natürlich auch sein. Weil wenn man so Doppelklingen hat, dann macht er so eine kurze Pose und dann reduziert sich die Ausdaueranzeige die ganze Zeit und man kommt irgendwie ein Stärkeschub. So eine Art. So ganz kleine Fische kann ich glaube ich nicht erledigen, ne? Pieks! Pieks! Ah! Habt ihr nochmal Glück gehabt. So. Ja, genau deswegen habe ich mir die Mission hier aufgespart. Ich glaube, ich werde doch alle Missionen mal aufnehmen. Kann ja nicht schaden. Ah, schön. Den mach mal platt. Nur nicht jetzt. Oh nein! Werter Jäger, das ist schrecklich. Diese Kreatur vor dir ist der Lagiakros, das Meeresmonster, das unser armes Dorf heimgesucht hat. Sehr übles Timing. Entspannen. Ich muss mich entspannen. Atmen. Du musst dich entspannen. Jetzt nicht weg, aber schnell. Upsala. Wann hab ich... Ach. Sei nicht waghalsig. Diese Kreatur bist du jetzt nicht gewachsen. Lebe weiter und geh auch morgen noch zur Jagd. Aber da sind so Viecher. Oh Gott. Geh weg, geh weg, geh weg. Du hast das Viech da erledigt. Das hat bestimmt Sachen. Hab bestimmt zwei Innereien oder so, wenn ich Glück habe. Oh Gott. Hydraut. Das ist das Falsche. Ah! Hilfe, Hilfe! Gib mir deine Innereien. Verdammter Dreck! Du enttäuscht mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich brauche aber noch was. Oh Gott. So, da sind wir ja welche. Na gut. So können die Blitze auch immer weggehen, danke. So, ich bin aber wieder schon die ganze Zeit unter Wasser und habe nicht mal annähernd irgendwie Luft verloren. So, und ja. Waffenmäßig habe ich, glaube ich, noch nicht so viel hergestellt. Ich glaube, ich habe so... Ich kann irgendwie so Knochenklamotten herstellen, aber die geben... Ja, okay, die sind ein bisschen stärker, aber boah. Die haben, glaube ich, eine sehr geringe Haltbarkeit. Die gehen sehr schnell kaputt, so im Kampf. Bis jetzt eigentlich, wenn die Dingens ganz unten ist, die Haltbarkeit einer Waffe... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Waffe dann kaputt geht im mitten im Kampf oder so. Habe ich jedenfalls noch nie ausprobiert. Nimm das. Monster in der Reihe. Gut, ich brauche drei, glaube ich. Rohes Fleisch. Rohes Fleisch. Monster Knochen essen, verdammt. Monster in der Reihe. Oh, ich steche bestimmt irgendwo falsch rein. Ja, wo sind denn noch welche? Hier waren doch gerade ganz viele. Hallo? Da, hey. Ja, komm. Geh bloß nicht dahin, da ist ein riesiges Viech. Habt ihr sie nur alle? Da bin ich doch viel gelassener hier. Oder? Aber das. So. Komm mal her, gib er mir in der rein. Zum Abendessen. Jawohl. Ja gut. Und jetzt verschwinde ich. Schwimmen. Das ist bestimmt nicht hinter mir, oder? Nein. Oh Gott, da kommt er! Geh weg! Ich schmeck nicht so gut. Ich bin grün, das bekommt ihr nicht. Ich bin verschimmelt. So. Diese Rennanimation. So. Ha, hier kriegst du mich nicht, ne? Wie macht man das denn jetzt?
du mal noch mal seine Dings einsetzen. Okay, wenn man X und da drückt, dann macht man den hier. Start kann man gar nichts machen. Oder geht das mit der Waffe noch nicht? Ist sie noch zu schwach? Oh, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach nach Hause. Wir haben erledigt, was wir erledigen sollten. Wir jagen an einen anderen Tag. Bitte. Kommt gerade mal so ein großes Monster und wir können das nicht erledigen, so ein Dreck. Dum, 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 dum. Nein, was tinken die denn immer so aus? Stimmt, wenn man von so einem Großmonster wegrennt, dann kommt man schneller Ausdauer weg. Da geht die Ausdauer schneller weg, meine ich. Schon wieder so ein deutsches Vokabularwunder. Ich habe schon genug gekämpft. Ich mir einige Jagdklamotten. Ne, Jagdklamotten habe ich mir nicht hergestellt, aber weiß ich nicht. Ich brauche ein paar Sachen. Ich auf jeden Fall schon fast alles hergestellt, was man herstellen konnte mit den Sachen, die man hier finden kann. So, nein. Monster einer reingeliefert. Bams. Sehr schön. Erstmal pennen. Sieht so steinhart aus, das Bett. Wie auf so einem Betonsteinbett schlafen. So, Quest erfüllt. War ja noch recht chillig eigentlich. Wenn man von den ganz großen Viech da absieht, dass es uns fressen wollte. So, Hydraut, Monsterknochen, Monsterhülse, Knochenhülse, Kraut, Honig, fertig. Okay. Ja, der Lagergruß wurde in der Galerie hinzugefügt. Sehr schön. Weiter, nächste Mission. Und tut speichern? Nein, das mache ich am Ende des Parts. Nach dem Part meine ich. Falls irgendwas schief geht. Oh, Story. Ah, nee, doch. So, was ist hier los? Ah, wir leben auf dem Meer für was? Meer und für das Meer. Also okay. In unseren Adern fließt Salzwasser. Wir sind stolze Jagdflotte. Unsere Aufgabe ist, das Fischen, die Beute des Meeres ins Dorf zu bringen. Nadel tut Fisch frischer als frisch. Was? Seemonster sind unser größter Feinde. Es ist unsere Aufgabe, alles zu vertreiben, was das Dorf gefährdet. Warte mal. Du bist doch der Jäger von neulich, oder? Von der Landratte siehst du ganz schön hart aus, ja? Hm, wenn die Jagdflotte wieder vollständig ist, könnten wir euch Jägern zeigen, wo der Hase läuft. Aber zwei von unseren drei Schiffen wurden vollständig zerstört, als der Lagiakus angegriffen wurde, Noob. Im Moment ist nur mein Schiff seetüchtig, aber das wird uns nicht vom Fischen abhalten. Hör zu, wenn unsere drei Schiffe sich zusammentun, sind wir dreimal so gut wie du. Was? Stimmt's? Stimmt's? Das ist leicht auszurechnen. Drei von uns, du bist einer, minus zwei, neun im Sinn. Ja, stimmt. Was? Also den Rechenweg möchte ich auch nochmal genauer sehen. Wie auch immer, wenn du Fische brauchst, musst du mit einem Fischhändlerin da drüben reden. Wenn sie wütend wird, ist sie schlimmer als der Lagiakus, also benimm dich und halt dich zurück. Oh Gott. Hi. Oh Mann, ist es denn zu glauben, wenn es nicht das eine ist, ist es was anderes. Was ist aus den ruhigen alten Zeiten geworden? Jetzt haben wir unter einem Lagi sonst was zu leiden. Zumindest können wir eins der Schiffe retten und noch wichtiger, unsere Jungs leben. Unsere Jungs leben, okay. Wir werden wieder fischen. Wobei mir einfällt, du gehörst ja jetzt zu uns. Interessiert dich für die Jagdflotte zu arbeiten? Jupp. Hey, ich dachte es mir doch. Hör zu, Liebling, ich klär dich auf. Der Flottenkapitän ist der Boss auf dem Meer, aber ich sage, wo sie hinfahren. Du brauchst was? Sprich mit mir. Aber man sollte auf ihren Erfahrungen hören, bevor man sie losstickt. Sie kennen das Meer am besten. Liegt ihr Ziel in der Nähe, sind sie nach einem Tag zurück. Schickt man sie weiter weg, dauert die Reise länger. Wenn ein Schiff zurück ist, kommst du einfach zu mir. Ich gebe dir deinen Anteil am Fang. Das Schiff kann nur begrenzt Ladung aufnehmen. Es muss also ausgeladen werden, bevor es wieder losfahren kann. Und hier, dieses Seegerät wird auf unseren Schiffen verwendet. Das Seegerät kannst du im Entsenden-Menü auswählen. Ich weiß, dass du es klug einsetzen wirst. Und noch was, der Sohn des Chefs kann mit Fischen der Jagdflotte Rohstoffe für das Dorf herstellen. Kraftpaddel, okay. So, Jäger, reden wir über das Geschäft. Ich muss meine Jungs beschäftigen.
So, entsenden. Das ist eigentlich genau gleich wie Farm, nur mit Fischen halt. Moggerkiste, Rohstoffpreis. Ja, dafür braucht man Rohstoffpreise. So, Fischfinder. Okay, mach mal das. Davon habe ich ganz viele. Tage weg, 2, ja. Okay. Was ist mit dir los? Wie bist du hier so rollen, ey? Ah, jetzt hast du den Miskel endlich gesehen. Den Azurblitz, den Fürsten der Meere, den stinkenden Seeteufel. Ja, den Namen habe ich mir ausgedacht, aber du hast den Lagiarkus gesehen, oder? Und kannst du ihn erledigen? Boah, ich muss nicht antworten. Du musst nicht antworten, meine Güte. Ich erwarte nicht, dass du sofort losfährst und die Bestie erlegst. Ich bin schon froh, dass du halt zurück bist. Ich hätte nämlich vergessen, für deinen Sarg Maß zu nehmen. War ein Scherz. Es war ein guter Tag, den du bist, wie auch die Jagd wurde wieder gesund zu uns zu reingehört. Wir haben 2 unserer 3 Boote verloren. Dies kann man aber ersetzen. Leben nicht. Also Seeleute, Vorsicht. Geil. Okay, der hat was zu sagen. Oh hey, eins hatte ich vergessen. Es liegt noch eine weitere Bitte vor. Der Cheffarmer möchte seine Farm eine Pilzbox hinzufügen. Er könnte sie zum Anbau von Pilzen verwenden. Das kostet ein paar Rohstoffe, aber du kannst dadurch viel mehr Pilze sammeln. Es ist ein guter Tausch. Ich habe dir eine Liste geschrieben. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber versuch dir dafür Zeit zu nehmen. Gut, mal sehen, wie es im Wald aussieht. Vielleicht habe ich ja schon was. Ja, Rohstoffe brauche ich nur. Okay, bleib. Bams. Dann gehen wir mal da gucken oder gehen wir am Ende des Parts. Ich möchte noch eine Quest machen. Ist mal noch. Okay. Wow, stimmt das? Du wurdest vom Lagiarkus angegriffen? Zeig mir mal die Zahnabdrücke, was? Ich fasse jetzt nicht, dass du zurückkehren konntest. Du bist C. Monster C. Naja, Glück hat sich ja auch eine Rolle gespielt. Vielleicht ist es immer noch da draußen. Also hat die Augen offen. Davon abgesehen. Ich hätte nie gedacht, dass du solche Quests so gut erfüllen würdest und ich kann das wirklich beurteilen. Egal, kommen wir zum Geschäft. Während du auf die Quest warst, habe ich mit der Gilde geplaudert. Rate mal, was ich für dich habe. Eine brandneue Anfrage, ein Monster zu erledigen. Diesmal ein Ludrov. Was für ein Ludrov ist, fragst du. In meinen umfassenden und schweren Monsterführer steht Ludrov, die fleischfressende Monster, das in der Nähe von Wasser lebt, neigt zur Gewalt. Ach du meine Güte. Naja, war schön mit dir zu arbeiten. Ich meine, keine Sorge, das ist ein Moggerwaldmonster. Was wissen wir schon? Du schaffst das wahrscheinlich. Aber du weißt schon, sei vorsichtig, besonders bei unbekannten Feinden mit scharfen Zähnen. Jetzt geh schon. Denk an, Vorbereitung ist alles. Ja, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Oh, dringende Quest. Ja, 6 Loot drauf. Machen wir erstmal hier. Rezeptlieferung, 2 Kelbihörner, Goldenfisch, ja. Kelbihörner, machen wir das. Das ist nicht so schwer, glaube ich. Ich habe Platz. Ja, für ein paar Kelbihörner wird das schon reichen. Aber 2 Missionen. Muss ich diese komischen pazifistischen Viecher hier erledigen? So, oh, Fleisch. Wo ist Fleisch? Ich nehme eigentlich Sachen mit, die ich gar nicht brauche. Ich muss hier nur so Hörner finden. Ach ja, ich bin ja nicht da beim Moggerwald. So, wo ist Fleisch? Ach ja, verdammt, habe ich auch noch dabei. Schmeckt das? Ja! Boah! Sind die alle so am Posen? Wir sind nicht in JoJo's Bizarre Adventure. Wird dann mal hinter uns gebracht. Ach, ich sehe. Okay, ich glaube, ich sehe, warum ich nicht mich so aufladen konnte. Ich habe da irgendwie unter meinem Schwert hatte ich so einen Balken noch. Und ich glaube, wenn er voll ist, kann ich mich aufladen. So, ich glaube, du hinterlässt einen Kelbion. Komm her! Okay, da fühlt sich aber nicht. Verdammt. Warmer Pilz. So, jetzt lauf wieder, lauf, erzähl es deinen Freunden. Boah, sehe ich nicht stylisch aus. Der lebt noch! Ach, mit R macht man das. Okay. Dann habe ich Quatsch erzählt. Hört gar nicht auf mich, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe trotzdem so einen Balken. Weiße Leber, verdammt. Ja, halt einfach Leber ausgeschnitten und dann läuft das wieder, ne? Geblieben. Yes. Lebt er noch? Boah, die Klingen sind echt schwach, habe ich das Gefühl. Nur mal mit so großen Dingen rumgelaufen. Ja, Kelbion, wie viel brauche ich nochmal?
Okay, zwei. Ich bin heute mit so einem dicken Schwert rumgelaufen, hat irgendwie am meisten Spaß gemacht. Das sah zwar so aus, hätte ich keine Ahnung, wie man mit Schwert umgeht, wenn man damit angegriffen hat, aber einfach am meisten Bock gemacht, damit rumzulaufen. So, da lang muss ich für noch mehr Kelbis, glaube ich. Die sind so, wo der Moggerwald ist. Wo Mogger ist. Direkt davor, die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Oh, ist das schön. Schön friedlich. Wir sind keine Ark. Muss meine Frust auslassen. Zu in. Verdammter Dreck. Okay. Wie einfach eiskalt zumachen, während ich hier auf eine Mission bin. Ich klopfe gleich so an, auf. Und zünde ich euch an. Was? Soll ich mal noch mehr von diesen Viechern an? Komm schon. Ach, ich weiß wo noch. In so ein Höhlengebiet irgendwo. Ja, merke ich, bin schon ein bisschen hier rumgelaufen auf Screen. Wer sind die ja hier wieder neu respawned? Hallo. Yes. Sehr gut, so kann man es auch machen. Aber ich glaube, man muss irgendwie so zwei, drei Monster oder Gebiete machen. Bevor wieder irgendwas passiert hier. Weiße Leber. Und jetzt geh wieder. Anmutige, graziöse Geschöpf. Kelbion, Mission erledigt, ab nach Hause. Das ist spannend, ne? Sammeln. Und suchen. Und looten. Und wetzen. Ich hätte meinen Mini-Wetzstein benutzen sollen. Peinlich. Na, egal. Ab nach Hause. Erstmal in der Reihe zum Abendessen. Die meiste Arbeit wird wahrscheinlich nicht im Let's Play, sondern irgendwie offscreen stattfinden, weil ich offscreen sehr oft die ganzen Boss-Viecher erledigen muss, um neue Sachen zu bekommen. Man muss irgendwie 3-4 Mal das gleiche Monster oder so erledigen, damit, ich habe Geld bekommen für die weiße Leber. Muss echt 3-4 Mal irgendwie gegen gleiche Viech kämpfen. So. Boing. Machen wir einfach mal angeln. Da ist auch kein Köder dran, also kann er auch nichts anbeißen. Verdammt! Stimmt, in der nächsten Folge muss ich angeln. Ah. Ein Angeln ist so langweilig in dem Spiel. Da werdet ihr ja sehen. Oh. Weg damit. Farbbären, damit kann man, glaube ich, Farbbälle erstellen. Macht Sinn, oder? Nein. Dann kann ich mal gucken, ob ich mir noch eine Waffe irgendwie erstellen kann. Im Moment. So, Großschwert, Knochenklinge habe ich ja. Die habe ich sogar. Gut. Robustes. Boah, ist das teuer. Hundekatana. Das sind die ganzen Sachen, die man mit Knochen hier herstellen kann. Kann ich ja eigentlich auch machen. Aber die sind nicht so gut. Warte mal. Ja. Gelb, orange. Dann geht das irgendwann geht sehr schnell kaputt. Irgendwann möchte ich die sowieso herstellen, weil ich bin Kompletionist und ja. Ich will die irgendwann alle haben. So, man kann ja schon sehen, was ich alles hergestellt habe. Bei unten meine eigene. Schon ein paar Sachen gefunden, die wir nicht gesehen haben. Aber egal. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit einigen anderen Quests. Geil, ne? Ich würde dann erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!